weit. Ah, verdammt. Halte so schnell du kannst auf das Ziel zu und zerstöre dabei alle Hindernisse. Schüttle die Wii-Fernbedienung, sobald der Status gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. Näherst du dich einem Hindernis, laufe einfach weiter und durchbrich es. Bleibst du an einer der Hürden hängen, verlierst du an Geschwindigkeit. Je öfter du schüttelst, desto schneller wirst du. Xiana nach... Ah, zwei davon habe ich ja. Den Nachtdingenskirchens hatte ich noch nicht, weil der wollte ja unbedingt 75 Freunde von mir. Ups, da bin ich gerade gegen mein Mikro gestoßen. Na, Nebulak! Komm schon, bisschen schneller, mein Freund. Wow, boah, das geht ganz schön in die Arme. Wow, und die Bonusleistung habe ich auch geschafft. Perfekt. Spiel geschafft. 200 Berg kriege ich wieder, gell? Ja. Neue Bestleistung. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Immer so viel vorzulesen ist echt anstrengend für den Hals. Sehr gut, du hast die Hindernisse wirklich meisterhaft durchbrochen. Hier, du darfst nun wie versprochen meinen Prismensplitter haben. Prismensplitter erhalten. Du hast mein Spiel gemeistert. Das bedeutet, du darfst nun auch den großen Festsaal betreten. Huhu, haha. Im großen Festsaal wirst du endlich die Wahrheit über dieses Anwesen und seinen Fluch erfahren. Zwirfins ist jetzt dein Freund. Ah, soll der bisher im Spiel schaffen? Ja, speichern wir. Das Spiel wurde gespeichert. Jetzt habe ich, glaube ich, auch 75 Freunde. Und das heißt, ich kann Nachtilan. Wie heißen die nochmal? Da ist ja Nebulak. Nee. Wie heißt denn der andere nochmal? Du hast aber viele Freunde. Du wirst bestimmt als Bindeglied zwischen den Diesseits und dem Jenseits dienen. Wollen wir Fangen spielen? Jupp. Gut, dann legen wir mal los. Ach du heilige Scheiße. Boah, die ist ganz schön flott. Boah, also mit Lenken ist hier auch nicht so cool. Na los. Perfekt. Ich glaube, es war ganz gut, das Ganze erstmal in die Geschwindigkeit zu investieren. Das war erstklassige Arbeit. Lass uns Freunde sein. So langsam sollte nun auch Psyana mal hier eintrudeln. Nachtara ist jetzt dein Freund. Psyana ist eingetroffen. Da schwirrte doch... Ja, genau, der schwirrte doch hier noch mit rum. Jetzt bleib doch mal stehen. Zwirrlicht heißt Gäste des Hauses immer mit furchteinflößenden Worten willkommen. Das macht er extra, um sie abzuschrecken. Willst du mit mir Fangen spielen? Jupp. Und ab geht die Post. Ach, der verschwindet immer wieder und taucht dann wieder auf, gell? Ja. Ah, Mist, ich hänge. Gemein. Dieses Haus hier mit den ganzen Kanten. Würdest du bitte mal unten bleiben? Willst du mich verarschen? Ich bin überrascht, du bist echt ziemlich flink. Wir sollten Freunde werden. Ich kann dir bei den Spielen helfen. Apollo ist jetzt dein Freund. Ah, Apollo hieß der ja. Na, hier hinten haben wir noch Psyana. Es ist fast so, als wären in diesem Anwesen die Zeit, wäre die Zeit stehen geblieben. Hier ändert sich nie etwas. Wollen wir Fangen spielen? Ja, warum wollen die immer alle Fangen spielen? Gut, dann kann es ja losgehen. Versuche mich zu fangen.
vermute mal, dass die wesentlich schneller ist als die nach Tara. Ist halt die Frage, ob ich die denn überhaupt kriegen kann. Also die Steuerung hier, das hätten sie ruhig irgendwie cooler machen können. Das ist schon ganz schön beschissen. Ja, 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 ja! Gut ab, du bist meine Strategie voll. Du hast meine Strategie vollkommen durchschaut, was? Du gefällst mir, ich finde. Wir sollten Freunde werden. Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich nehme für mein Leben gerne an den Spielen teil. Rufe mich, wenn du beim Spiel von Zwirfins etwas Hilfe benötigst. Tiana ist jetzt dein Freund. Sorry, aber das Spiel habe ich schon durch. Ihr wollt also eintreten, ja? Natürlich. Okay. Oh, wir haben einen neuen Gast. Ich habe mir hier ein wenig mit den anderen die Zeit vertrieben. Wie? Ob ich keine Angst vor den Geist-Pokémon habe, fragst du? Nicht die Bohne, wovor habt ihr alle eigentlich immer solche Angst? Ein kurzes Gespräch mit ihnen reicht schon, um zu verstehen, dass sie unsere Freunde sein wollen. Ach ja, meine Freundin Traunfugi steckt anscheinend in der Klemme. Könntest du ihr nicht irgendwie aus der Patsche helfen? Ah, das ist die da. In diesem Festsaal veranstalten wir immer ausgelassene Feste. Aber seit das Klavier verstummt ist, blasen hier alle nur Trübsal. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb Traunmagil sich im Lesezimmer eingeschlossen hat. Um das Klavier zu reparieren, benötigen wir eine neue Saite. Der Faden von Webarak ist für seine Reißfestigkeit berühmt. Er sollte sich als Ersatzseite verwenden lassen. Oh bitte, begib dich in den Saal des grünen Juwels und besorge dir bei Webarak etwas Faden. Nebulak öffnet auch die Türen für dich. Nun gut, dann tue ich das. Oh, Meister Rotom, ich hätte nie von seiner Seite weichen dürfen. Ich habe ihn nur kurz aus den Augen gelassen und schon war er spurlos verschwunden. Na gut, besorgen wir erstmal die Seite. Nebulak öffnet die Tür für uns. Ich muss nur gucken, wo. Ui. Wo ich da genau hin muss. Naja, viel Optionen gibt's ja nicht. Eieiei. Also das mit dem Rennen hier im Haus ist nicht so einfach. Sieht jemand Nebulak? Da! Da sind wir. Dies ist der Raum, von dem Traumvogel sprach. Na, der hat wieder drei Türen, wie nobel. Die Türen mit den grünen Juwelen stehen nun offen. Oh, ich mag den. Simsala ist es, gell? Abra. Simsala war die Weiterentwicklung. Herrgott, wie ich das mal alles durcheinander schmeiß. Wie? Du möchtest dich mit mir anfreunden, sagst du? Klar, gerne. Lass uns Freunde sein. An Treffpunkt sollte es ein Häuschen geben, das für Nickerchen geradezu wie geschaffen ist. Ich glaube, das nehme ich mal genauer unter die Lupe. Abra ist jetzt dein Freund. Wow, das ging ja einfach. Ich bin schläfrig. Gegen Müdigkeit ist Schlaf die beste Medizin. Süß. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine Mischung aus Schaf und Frosch und Pflanze. Du denkst also, du bist stark, ja? Das macht mich jetzt schon etwas neugierig. Lass uns kämpfen. Bist du bereit für einen Kampf? Alles klar, zeig, was du kannst. Oh, der hat vier.
Oh! Krass! Ist ja pervers. Boah. Das ist hier übel. Du machst deinen Ruf alle Ehre. Du bist echt stark. Ich finde, wir sollten Freunde sein. Spielen wir mal wieder zusammen. Karpilz ist jetzt dein Freund. Aha, also irgendwie eine Mischung aus Pilz und Schaf und Frosch. Du willst also etwas reißfesten Faden von mir, um das Klavier reparieren zu können? Nichts leichter als das. Augenblick. Hier, nimm. Damit sollte sich ein schöner Klang erzeugen lassen. Reißfester Faden erhalten. Was, ich krieg den einfach so von dem? Das ist aber nett. Die ist wirklich sehr, sehr nett. Muss ich nur wieder zurück in den Raum. Könnte jetzt 3-4 Minuten wahrscheinlich dauern. So kann ich mich nämlich nicht gerade sonderlich schnell bewegen. Oh, ich habe ganz vergessen, hier in der Eingangshalle sind ja auch noch Pokémon. Und ich brauche die Freunde ja, um diesen einen Fetten da aus dem Bild rauszukriegen. Oh, ich kann wirklich nicht rennen. Ach, egal. Man sollte sich manchmal etwas mehr Zeit für ein paar Dinge nehmen. Ah, da ist auch dieser komische kleine Luftballon. Mit dem würde ich ja gerne Freundschaft schließen, aber ich weiß gar nicht. Ah, da kommt er auch mal runter. Aber nicht jetzt. Später vielleicht. Vielleicht kann ich dann auch mal mit diesem Zwirrlicht da Freundschaft schließen. Bitteschön, einmal reißfester Faden. Oh, du hast den Webarak also etwas Faden erhalten, ja? Vielen Dank, dadurch hast du dir ein ganz dickes Lob verdient. Alles klar, dann will ich mal das Klavier reparieren. So, damit ist das Klavier wieder voll einsatzbereit. Darüber wird sich Traumagie sicher auch freuen. Traumagil ist erschienen. Die Türen mit den roten Juwelen stehen nun offen. Ich vermute, dass die mit den roten Juwelen, dass ich da diese Traumagil drin finde. Richtig? Ach, ich dachte hier oben, geht das da irgendwie weiter? Was ist denn das? Krass. Kann ich ja direkt bald wieder hier mich trainieren lassen. Jetzt ist nur die Frage, wo finde ich diesen Raum? Ah, da bleibt mir nichts anderes übrig, als suchen zu gehen. Sorry. Ich wollte dich eigentlich nicht crashen. Okay. Nein, hier hinten schon mal nicht. Oh, da steht eine Vase. Oh, sorry. Hier ist also die Bibliothek. Zwirrlicht. Meister Rotom verschwand, nachdem er das Lesezimmer betreten hatte. Deshalb suchte ich das Lesezimmer auf und sah mich nach Spuren um.
Und siehe da, ich wurde fündig. Im Bücherregal direkt hinter mir gibt es nämlich eine sehr seltsame Lücke zwischen den Büchern. Es fehlt genau ein Buch. Vielleicht gelangen wir ja zu Meister Rotom, wenn wir das passende Buch auftreiben und die Lücke einsetzen. Pikachu, ihr seid überall als Multitalent bekannt. Sicher wird es euch auch gelingen, das richtige Buch aufzuspüren. Ich flehe euch an, helft mir. Okay. Oh, erstmal will ich hier noch mal kaputt machen und mir die Beere holen. In einem der Regale gibt es eine Lücke und du musst herausfinden, wo das Buch ist, das dort hineinpasst. Da kann ich dir auch nicht helfen. Oh, du möchtest also überprüfen, ob es vielleicht das Buch ist, das ich mir ausgeliehen habe? Sorry, aber das lese ich gerade. Du kannst es gerne haben, wenn ich damit fertig bin. Ach, jetzt gleich brauchst du es? Du bist aber echt ungeduldig. Aber schön, wenn du einen Wettstreit gegen mich gewinnst, kannst du es haben. Mach dich bereit, von mir mit Fangen gelöchert zu erfragen. Alles klar, zeige mir dein Wissen. Frage Nummer 1. Wer versteht sich besonders gut mit den Geist-Pokémon hier? Pichu. Exakt. Nicht übel. Frage Nummer 2. Kann ich an Zwirfins Spiel teilnehmen? Ja? Ja, dann habe ich wohl gewonnen. Die richtige Antwort lautet nein. Wieso denn? Nein, nochmal. Zu mir ist. Ja, okay. Mach dich bereit. Jo. Alles klar, zeig mir dein Wissen. Frage Nummer 1. Wer versteht sich besonders gut mit dem Pichu? Exakt. Nicht übel. Frage Nummer 2. Welches Pokémon kann am Spiel von Zwielicht teilnehmen? Kramsef. Zwirfinst. Voltoball, gell? Exakt. Du bist echt hartnäckig. Frage Nummer 3. Welches Pokémon bewacht zum Treffpunkt das Tor zur Zone? Zwielicht. Exakt. Na gut, hier hast du das Buch. Macht dich das wirklich so froh? Da fühlt sich der Autor dieses Schinkens sicher geschmeichelt. Zobiris ist jetzt dein Freund. Buch erhalten. Gut, dann stellen wir das Buch da jetzt noch schnell rein. Bitteschön. Ausgezeichnete Arbeit, Pikachu. Dieses Buch ist mir vollkommen wohl bekannt. Und nun trage es zum Bücherregal und prüf die Lücke. Das Buch passt genau in die Lücke im Regal. Oho. Sehr schön. Okay, aber ich mache jetzt hier Schluss und speichere das Spiel. Und vielen Dank, dass ihr wie immer dabei wart und zugeschaut habt. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Tschüssi.